Leute, da seid ihr ja wieder, na? Ah, okay, ihr seid bereit? Der letzte Schatz. Bam! Stumm! Ey, letztes Mal reingestoopt. Und unser Schiff ist fertig. Okay, es war schon komplett vorher, aber jetzt haben wir halt alle Teile. Endlich habe ich jedes Teil vom Schiff gefunden. Nun kann ich nach Hokotate, meiner Heimat, zurückkehren. Ja, es ist vollbracht. Da-dam, bam-bam-bam-bam. Noch ein bisschen glitzern, ein bisschen funkeln, um dem Ganzen mehr Ausdruck zu verleihen, nicht wahr? Juhu! Drehsprung! Wow! Tja, das Spiel ist vorbei, automatisch, nachdem man den letzten Gegenstand eingesammelt hat und jetzt heißt es Abschied nehmen. Ja, wir kehren zurück zu unserer Heimat und verlassen die Pikmin und die Welt der Pikmin. Oh, das ist so niedlich. Tschüss, ihr Trottel. Oh, wie putzig, wie sie alle gucken mit ihren großen Augen. So eine Trottel, denkt sich Uli mal nur. Ja, billige Arbeitskraft ist nicht einfach zu finden. Uli hatte Glück. Und jetzt kann er wieder abhauen, Stoop. So ein Arsch, oder? Nein. Dass es nicht ganz so fies ist, haben die Pikmin ja auch daraus gelernt. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Unser Schiff startet. Yeah. So, die Pikmin haben aus unserer Geschichte, aus unseren Erfahrungen mitgelernt und wissen sich jetzt selbst zu verteidigen. Was? Was? Ruf auf den Dicken. Nein, du Mutter. Ja. Die Pikmin haben es einfach drauf. So, jetzt müsste eigentlich bloß noch die Credits kommen, oder? Ach nee, in dem Spiel gab's noch was ganz Besonderes. Die Endboss-Liste oder so, nochmal gucken. Und Pikmin-Kapseln folgen uns. Und guck mal, das ist ganz verwirrend. Da ist eine pinke Kapsel, orange, schwarz, grün. Gibt's grüne Pikmin und orange Pikmin und türkise und... Ganz merkwürdig, oder? Ein riesen Fragezeichen bildet sich da. Ein Fragezeichen, was auch nicht in Pikmin 2 gelöst wird, ja. Aber dazu später. Hui! Da fliegt er dahin. In seinem extrem geilen Raumschiff. Ich finde sein Raumschiff so geil. Ein bisschen Grafikfehler, dass die Antenne rausguckt, obwohl er eigentlich nicht gehen dürfte. Naja, ist egal. Der Planet der Pikmin, der unserer Erde ziemlich ähnlich sieht, oder? Aber ist ja egal. Tschüss, Mann. Das ist ein Ding, gell? Ist einfach abgehauen. Egal. Ah ja, nochmal eine Checklist. Analyse. So, Teile und Tage. Ich habe 30 Teile in 15 Tagen. Da seht ihr auch die Top 5. Ich habe bisher immer 19, 17 und 16 Tage gebaut. Aber jetzt in 15. Boah, fett. Überlebende Pikmin? Naja. Ich habe nur 277 Pikmin verloren. Cool. Naja, was erwartet ihr denn? Ich musste ja alles schnell machen, da hatte ich keine Zeit, um meine Pikmin aufzustocken. Hier sehen wir alle Schiffsteile. Jedes gelbe Schiffsteil ist notwendig zum Starten und zum Lösen des Spiels, auch wenn man nicht alle hat. Und die fünf blauen Dinger da, die sind total unwichtig. Die braucht man nicht. Selbst wenn man die nicht findet, dann müsste das Raumschiff trotzdem abheben können. So, schön gespeichert. Swoop. Ah ja, und jetzt kommen sie, die Credits. Ah, ich pack meinen Controller beiseite. So. Ich mach's mir bequem. Ah, Stuff Credits. Ah, Freunde, da Producer Shigeru Miyamoto. Also ich muss sagen, Pikmin, für alle Strategiefans und so, ist das ein sehr, sehr obergeiles Game. Ihr seht ja, selbst nach Jahren kann ich, so ein Typ wie ich, noch versuchen, seinen Rekord zu brechen. Und schafft es dann auch. Ich hab's geschafft. 30 Teile in 15 Tagen. Boah. Naja, es ist nichts, womit man angehen kann, ich weiß. Aber es ist nur für mich so ein kleiner persönlicher Sieg. Ach ja, schön. Schönes Spiel. Man muss taktisch sein, man muss nachdenken. Die Grafik ist komplett ausreichend. Schönes Naturfeeling. Hammergeil. Ulima ist zwar eine ganz schöne Flasche, weil er hilflos ist und ohne die Pikmin nichts drauf hätte.
Aber ist ja egal. Leute, wenn ihr so ein bisschen strategiemäßig drauf seid und schön euch Taktiken überlegen wollt und so, dann ey, greift zu. Ja, am besten die Wii-Version von Pikmin 1 und Pikmin 2, schön mit Wendecover und so ein Mist, die ich mir nicht kaufe, weil das sonst doppelt wäre. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann müsst ihr euch Pikmin 3 holen. Ich frage mich immer noch, wann Pikmin 3 endlich mal rauskommt. Oder wann man da wieder was Neues von hört. Ha? Hoffnung nie aufgeben. Ah, ein schönes Spiel. Wir sehen doch mal die ganzen Erinnerungen, wie alles begann. Und was die Pikmin alles gemacht haben. Super Mario Club. Da, 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 da. Pikmin ist so cool, Mann. Freunde, also, ne? Freut euch auf Pikmin 2, was ich ja gleich im Anschluss zocken will. Special Thanks an TS World und an mich. Ja. Nein, war nur ein Scherz. So, freut euch auf Pikmin 2, das wird auch mega geil. Aber jetzt genießt erstmal die Endboss, oder die Gegner. Irgendwie kann man jetzt alle Gegner sich angucken, das war ganz komisch, so ein Aufzug der Gegner. So, mit cooler Mucke und so. Du und da sind sie. Dam, 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 bam, bam. So, wie heißt denn. Ey, aber so blöd wie der habe ich mich nicht angestellt. Armored Cannon Beetle. This Migrant Lithford has developed a stronger character than it really does. Wieso ist auf einmal das Spiel Englisch? Na, ist egal. Ey, guckt euch mal, wie der Testspieler da oder wer der doch immer sein soll, sich anstellt. Naja, diese dumme Vieh. Was tot ist und dann doch nicht. Breadbug. Brotkäfer? So dumm! Protects it from Ost Attack. Ja, okay. Das Vieh ist durch sein Fett geschützt, durch alle Attacken. Oh, die ollen Vögel. Bowing, Snack, Grad. Da fällt mir ein, ich glaube, irgendwie, man sieht hier so ein paar Ausschnitte, ich glaube, das sind aus der japanischen Version oder so. Weil das Spiel scheint in der japanischen Version viel schwerer gewesen zu sein. Das ist voll übel. Und das werdet ihr noch merken, wenn dieser Blasebalg-Gegner da kommt. Denn der pustet, bei uns, wenn der pustet, dann liegen die Pikmin einfach bloß am Boden. Aber hier in der japanischen Version scheinen die durch die ganze Gegend zu fliegen, das ist voll fies. So, was ist das da? Dwarf Bullbear. Wie spricht man das denn aus? Dwarf Bullbear. Mit den roten Glotzaugen. Schick. Natürlich noch eine kleine Variante. Alter, lässt seine Pikmin alle voll verrecken. Bullbob. Bob, Borb. Bada. Sind die gleiche Erscheinung wie die Bullbobs. Oh, der Fette. Das war ein Endgegner, ey. Aber was ich noch sagen wollte zum Endgegner. Wenn ihr glaubt, das hier war schon harter Endgegner, ja. Bei Pikmin 2 ist es so übel. Der Endgegner in Pikmin 2 ist der Oberhammer. Das ist ja ein Witz dagegen. Das wissen die Entwickler auch. Und deswegen ist der Endgegner im ersten Spiel ein ganz gewöhnlicher Gegner im zweiten Spiel. Wie war das nochmal im zweiten Teil? Ohne jetzt viel vorwegzunehmen. Im zweiten Teil war der Endgegner dreimal in einem Raum oder so. Ah, das wird cool. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Pikmin 2, das wird mega geil. Swapping Schnitzbug? Oh, guck mal da. Das ist ein Endgegner, den wir gar nicht getroffen haben. Weil, ja, dafür müsste ich halt nochmal zurückfliegen und in andere Gebiete, wo ich aber nicht hätte hin müssen. Sonst hätte ich meinen Rekord nicht geschafft, Leute. Stellt euch das doch vor. Das ginge gar nicht. So, das sind so eine alternativen Bosse, glaube ich. Dieses Wasservieh von eben. Dann gibt es noch diesen Smogfrosch, den ich euch mal erzählt habe in einem Part. Den sieht man ja, glaube ich, auch noch. Aber sind wir so einem Käfer eigentlich begegnet? Auch nicht, oder? I would send Flint Beetle. Von den Beetles. Alles Englisch. Oh, da ist noch ein anderer Endgegner. Das ist so ein Steintypi, der, wenn er raufhaut, dann tötet er die Pikmin nicht, aber pflanzt die ein. Mammuti! Nee, Mammuta. Mamushka. Gaff. Und die ollen fiesen Shell-Dinger. Muscheln. Pearly Clamp? Lamp. Nee, Clamp, Clamp. Clamp, Clamp. Clamp, Clamp. Ist mir eigentlich egal, es hört mich nicht weiter. Okay, ich glaube, es wird Zeit, sich zu verabschieden, oder? Verabschieden, ist gut. Die Gegner sind bald vorbei. Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich hoffe, es war spannend für euch, mir dabei zuzusehen, wie ich meinen einen Rekord versuche zu brechen.
also ich freue mich ganz doll darüber, dass ihr alles sehen konntet, dass ich mir das auch mal wieder angucken werde, wie ich das geschafft habe. Und da guckt man jetzt, die fliegen alle durch die Gegend. Dudes, Alter, das war bei uns nicht so. Die fliegen alle ins Wasser und in sämtliche Himmelsrichtungen. Das ist ja voll fies. Egal. Freunde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wirklich ganz toll. Ich hoffe, euch auch. Vielleicht den einen oder anderen dazu inspiriert, sich dieses Spiel zu kaufen. Also, wenn man dieses Genre-Fan ist, lohnt es sich auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Schöne Gegner. Schöne, dumme Gegner. Sherwick. Ja, ich hoffe, euch gefallen auch meine anderen Videos. Wir sehen uns in einem neuen LP-Part. Oh, da ist der Smogfrosch. Das Vieh ist so scheiße. Diesen Rauch, den er hinter sich herzieht, der tötet Pikmin sofort. Smoky Pork. Totebi, Vollmode, Marble, Mammuta. Hä, was? Mammuti? Go. Oh. Großer Käfer. Spotty Bulbier. Spotty. Mhm. Wenn du verstehst. Großer Fetti. Ja, mit drei Pikmin will er den Dicken da platt machen, na klar. Obwohl, müsste gehen. Dauert bloß übelst lange. Da 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 da. Da da ba ba. Ba da da. Oh nein, diese fiesen Wasserdinger. Die sind eigentlich auch voll fies. Weil die sau schnell Pikmin auffressen. Waterdümpel. Diese Wasserfigur ist ähnlich den Bullbaubs. Aha, wir sind Punktkäfer, na ist klar. Oh, Kaulquappen. Die rein gar nichts machen. Diese Kreatur erscheint neben Yellow Wolowick. Aha. Das sind diese Wolowicks. Bloß nicht in Yellow, das sind normale Wolowicks. Und er rennt erstmal so, dass sie genau zerquetscht werden, ey. Ist ja egal. Hey, und der Gegenstand lag doch gar nicht da. Der lag doch ganz woanders. Na, ist egal. So, Yellowwick. Genau, töte erstmal dein Herz-Pikmin. So ist es richtig. Yellow Wolowick. So. Toll. The After Evolution. Oh, Musik ist zu Ende. War es das jetzt? Das war's, meine Freunde. Oh, richtig schöner, bunter The End-Bildschirm. Leute, viel Spaß, nicht wahr, beim Schauen meiner anderen Videos und freut euch auf die neuen kommenden LPs. Es geht weiter und immer weiter. Pikmin 2 ist in den Startlöchern, ich freue mich so drauf. Und dann will ich noch Pikmin 2 Together mit Patty Challenge-Modus komplett perfekt schaffen. Geil. Tschüss!